Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 5 Multiplayer-Ausgabe. Wir spielen Cops vs. Racer in der Retro Edition. Und mit dabei haben wir Andy, Lukas370Z, Filmexperte, nur 24 Stunden Racer, Kuru gibt's nicht, Luna, Snow und Aaron. Grüßt euch. Hallo. 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 Hallöchen. Servus. Und ich mache den eleganten Kameraschwenk direkt mal rüber zu den Racer-Fahrzeugen und dann gehen wir es einfach mal ganz schnell durch. Ja, okay, so elegant war nicht, habe mich irgendwie verflogen, egal. So, also gehen wir es einfach mal durch. Was haben wir denn Schönes? Wer fährt denn was? Ja, einmal Kuro im Chevy El Camino. Filmexperte in Bugatti Typ 35C. Lukas370Z im Mercedes-Benz Supersport Kurz. Harry Potter in der Ford Anglia. Der Aaron im RBB Porsche. Du bist doch gar nicht Samuel L. Jackson. Gar nicht. Stimmt. Ron. Ja. In der Neuverfilmung spielt ja Samuel L. Jackson, haben wir festgestellt, Harry Potter, damit es ein bisschen lustiger wird. Naja, egal. Auf jeden Fall an die Cops schon mal der Hinweis, wenn ihr mich sucht, ihr findet mich vielleicht in der Winkelgasse. Gut, also ich wünsche viel Spaß, geht rein in die erste Runde. So, es fährt. Bin enttäuscht, dass Rainy fliegt. Pluto ist nicht hier. Was machen wir? Ich mach Präsident. Kriegen wir hin. Die beiden links fahren den Westen zusammen, dann ja, die beiden rechts den Osten und der mittendrin fährt zuerst in die Winkelgasse rein und dann die äußeren Straßen. Okay. Super. Jetzt meinst du Reifenpartner? Hm? Das ist ich. Traumhaft. Wer ist ganz links? Gibt's nicht. Das ist gelogen, da steht einer. Hab dich auch lieb. Der Gag wird nie alt. Doch, ist er vor 5 Folgen schon geworden, aber... Wer den Westen unsicher? Wer wäre ich, wenn ich solche Gags nicht bis ins Unendliche und noch weiter hinaus ausnutzen würde? 3, 2, 1, go! Elegant. Ach so. Sagen, wir fahren direkt im Westen erstmal ins U rein. Jo. Eigentlich immer jemand chillt. Oh, die einfach mal hinterher. Ja, wir haben insofern schon mal den ultimativen Vorteil, dass wir Luna im Team haben. Aber wir fahren in ein cooles Auto. Also kein Druck, aber wir warten. Ich hab die Angel hier in der Winkelgasse. Also doch. Das. Sollen wir direkt alle drauf oder? Ja, klar. Norden fährt Richtung raus. Hauptstraße. Also im Norden raus, aber fährt dann Richtung Hauptstraße. Bleib stehen. Fährt Richtung Baumallee. Ey, diese Laternen, Mann. Und dann eine Forza-Kante. Ich bin immer dran, scheiße. Eine Forza-Kante, Laterne hat mich komplett aus dem Leben gekickt und ich bin weg. Sorry. Da hatten wir schon eine kugelsichere Taktik. Da ist noch eine Kante im Übrigen. Ja. Ja, der Frust auf die Laterne wollte noch eine Laterne umfahren. Wohin geht's weiter? In der Verfolgung schon wieder. Ja, auf Position des Ausgangs. Achso. Ja, du nur einfach mal Streife fahren im Osten, irgendwann finden wir uns schon wieder. Haben wir es einfach. Die Nase juckt. Lass uns mal beim hier war auf die parallel südlichste und da dann im Westen. Wir haben den El Camino und den Ding, ich hab den Camino gerettet. Im Wirrwarr drinne. Dein Kontakt fährt über den Tunnel wieder raus. Eskalation nach
Westen über Sperrstraße. Ja, fährt drüber, fährt dann am Park vorbei. Das westlichste Bahnhof. Ist leider nicht erkannt, aber Richtung Norden. Ja, Richtung Norden. Anteiltreffer. 29, hinten ran. 23, 24, 25. Den haben wir. Sehr schön. Alter, neben mir ist gerade ein Endbusiges. Ein Mann. Brunnen. Nö. Ah, gut. Der SSK, der wird bestimmt weg sein, aber der war parallel südlichste, ist in den Tunnel gefahren vorhin. Ich meine Anglia-Peinlichkeit wieder gut gemacht, so ein bisschen. 911er Hauptstraße Richtung Westen. Weiß nicht, ob Richtung Treppenplatz gefahren ist, abgebogen ist. Er ist irgendwo abgebogen. Westlich ist erst Norden oder nach Eskalation runter. Weiß ich aber nicht genau wo, also. Also bei mir kam nichts runter. Ja, das aber ist doch ein Camino, oder? Da ist doch der Camino, Eskalation Richtung Osten. Ich habe hier einen Bugatti am nächsten Punkt. Bugatti dranbleiben, als El Camino nochmal mitnehmen. Wie weit seid ihr? Ins Wirrwarr rein. What? Dann habe ich den nicht gesehen. Du bist mir gerade entgegengekommen. Hoffentlich. Ja, ach, und der ist Richtung Hauptstraße hoch. Ja, ich bin fast abgebogen. Würde ich sagen, Bugatti? Eskalation Richtung Hauptbahnhof gerade. Richtung Park rein. Sieht ziemlich wendig wie sonst was. Fährt durch Park durch Richtung Haarnadel. Ist jetzt in der Haarnadel drin. Fährt da jetzt auch gerade raus. Was Richtung Hauptstraße, du hier Richtung Sperrstraße. Ich, oh, weil ich von parallel südlichste Richtung Tunnel weiter da entgegenkommen wollte. Boah, hab ich verpasst. Ist links abgebogen. Ja, ist wieder. Wo ist er jetzt hin? Warte mal raus. Dann ist er jetzt ins Weber rein. Ist hinter der Kirche, glaube ich, vorbei. Ja, ist hinter der Kirche vorbei. Noch etwas. Das sehe ich aber auch nicht mehr. So, wir haben ein El Camino. Ja. Oh. 20, 22, 23, 24, gut. Das wäre so ein Drive-By. Ich hab den Bugatti wieder. Wo? Das ist schön. Kurz gucken, wo. Am Teufelseck. Die. Was ist das? Ich weiß den Namen nicht. Fährt er gerade da hoch? Ist jetzt östlichste. So. Ah, okay. Müsste gleich auf der Rückseite vom Stadion vorbeifahren. Macht er nicht, biegt vorher ab. Fährt dann vermutlich in den südlichen Tunnel rein. Hat aber noch ein bisschen dahin. Ja, fährt südlichen Tunnel. Von Ost nach West. Au. Fährt Wirrwarr vorbei, Richtung Sperrstraße. Fährt auf die Sperrstraße drauf, Richtung Norden. Fährt Eskalation Richtung Osten. Boah, Alter. 22, 23, 24, raus. Passt. Läuft doch. So, das war die letzte Festnahme der Folge. Ich hab's gejinxt. Ja, Mini tut mir ein bisschen leid. Der wurde halt echt wirklich. Also als Cameo-Auftritt war da eigentlich nur dabei.
bei seiner zweiten Festnahme. Eigentlich wird ganz anderes Erfolg gehabt. Die erste hat auch nicht lange gedauert. Ich schaue mir im Untergrund vorbei. Ich hab den alten Mercedes. Ja, vom Alter. Nördlicher Park, von der Bahnhofstraße nördlicher Park vorbei Richtung Ostsperrstraße wahrscheinlich. Und ich hab den Bugatti aus Zweitverfolgung. Sperrstraße drüber auf Eskalation. Fährt Eskalation Wirrwarr rein. Fährt Wirrwarr geradeaus. Fährt dann hinter der Kirche vorbei. Okay, ich versuche von vorne zu kommen. Ja, drauf auf dem Benz, ich bin hinter, hinter der Kirche. Oh, schade. Versuch was wert. Dreht um. Fährt wieder Richtung Wirrwarr. Ryzen 5 und Synchro. Fährt ins Wirrwarr rein. Fährt Wirrwarr Tunnel raus. Fährt aber nicht in den Tunnel rein, Richtung Speer. Die parallel südlichste. Fährt in die Haarnadel. Wo man dann noch in den Park reinkommt. Habt ihr einen Porsche direkt hinter euch? Ist egal. Egal, ignorieren. Ihr vier auf dem Benz drauf. Im Park drin. Fährt aus dem Park wieder raus. Hab ihn getroffen, aber er hat mich Park überhaupt nicht gesehen. Okay, dich habe ich dann auch nicht gesehen. Auf der Vorderkante rein. Ist immer noch jetzt im Park? Fährt jetzt Richtung Bahnhof, ne, ist am nördlichen Park raus. Fährt dann Richtung Süden. Jetzt Bahnhof Ende. Fährt jetzt Richtung Brunnenplatz. Fährt auch am Brunnen gleich vorbei. Jetzt am Brunnen. Wow, okay. Bei mir ist ein Kopf dran, den ich nicht sehe. Kaffeepause. Der Porsche ist hier. Ist egal, der genau seht das. Ich sehe wieder ein, zwei Leute nicht. Das ist. Mercedes geht sich reparieren. Kurz vor Bahnhof. Ja, wo? So raus aus dem Pausenmenü. Fährt Bahnhof von Süd nach Nord. Ah, schön. Hier rechts neben mir ein Kopf aufgeploppt, das. Moin. Ja, moin. Dieses Spiel. Was ist denn da gerade? Park, also Abfahrtpark vorbei, immer noch Bahnhof Richtung Norden. Gib mal ein bisschen. Nach. Schade. Nein, ich hab's nicht. Wow. Er hat einen nördlichen Tunnel rein. Ich bin links an die Wand. Was schaffst du nicht? Ich bin schnell genug. Tunnel raus, fährt nördlichste. Hier ist auf der Bugatti. Oh, moin. What? Ah, das ja. Geil, durch den die. Ja, ja. Bin die kurz nach vorne, ja. Fährt parallel süd, nördlichste. Der Mercedes. Ja, ich komme zu euch. Durch den Diesing bin ich jetzt halt weg vom Bugatti. Wir lieben dieses Spiel. Fährt hoch zur nördlichsten. Ne, fährt wieder runter. Also Richtung Süden. Fährt Hauptstraße Richtung Osten. Fährt jetzt. Steht. Mitten auf der Kreuz. Oh, wow, Sync, danke dafür. Fährt S. Östliche.
Hab jetzt aber großen Abstand, weiß jetzt nicht, wo er hin ist. Ich stand da einfach. Er ist in Richtung Norden gefahren. Ah, nee, Norden, was heißt da? Osten weiter. Osten. Ui, so, ui, ui. Mach mal zu den Laden. 22, 23, 24, 25. Jetzt aber. Ich doch. Haben wir noch irgendwas? Okay. Nicht. Noch 2 Minuten Kaffeepause. Der Bugatti hat halt kassiert, aber wie gesagt, der kann sich jetzt halt auch gut repariert haben schon. Ich kann mir nicht, ob ich halt auch 3 oder 4 Mal noch gesehen werden dessen. Das ist so das, was der. Das, was Luna letztes Mal war. Heute El Camino, aber überall gesehen. Komm mal in die Winkelgasse rein. Ich hab die Mercedes schon wieder. Obligatorische Suche, Alter. Fährt Richtung Brunnenplatz. Muss aber umdrehen. Ist jetzt am Radweg durch sein. Fährt auch Richtung Brunnenplatz. Jetzt am Brunnenplatz. Okay, Mercedes drauf, der kann nur dranbleiben. Hat ein NPC frontal. Ist im Park drin, nördlich. Oh Gott, die wird dann ignoriert, nehme ich an. Ich ignoriere den Bugatti mal nicht, weil ich habe den gerade frontal reingeschabbert. Ich versuche den gerade zu spät. Oh, und jetzt ich. Nein, ich sehe dich wieder nicht. Sorry. Sorry. Das war nicht so toll. Ich sehe dich nicht. Ja, sorry. Dieses Spiel. Schon, ne? Dieses Spiel. Mann, ich weiß ja nicht mehr, wo du bist, wie nah du dran bist. Dann call du weiter. Ja, dann porte ich mich. Ich kann mir noch nicht mal wegporten, hier am Schaden. Was soll ich machen, wenn ich den anderen Kopf nicht sehe? Andi, sollen wir auf den El Camino gehen? Ich sehe den anderen Kopf am Mercedes nicht. Warte mal, was haben wir jetzt? Mercedes und den El Camino. Mercedes hat die Angela abgeräumt frontal. Wo ist der Mercedes? Mercedes fährt jetzt wieder Richtung Brunnenplatz von ganz Westen. Dann kommst du zu mir. Untergrund, Teufelsegg, komm da mal hin. Fährt fährt nicht obligatorisches U, fährt Brunnen. Fährt aber nicht in den Park rein, fährt Richtung nördlichen Tunnel hoch. Dann parallel südliche. Also meine Ansagen sind für nur 24 Stunden Racer. Mhm. Richtung Osten oder Westen? Bahnhofstraße Richtung Osten. Süden wieder. Komm ich gerade Sperrstraße gleich hin? Kommt östliche Straße raus, wie du kommst Sperrstraße. Ah, ja. Park. Also fährt nördlich am Park eventuell vorbei oder in den Park rein. Porsche war auch hier, ignoriert. Östliche Straße Richtung Stadion. Ja, Richtung Sperr jetzt. Ja, mach mal zu. 1, 2, 3, 4, 5. Stadion El Baghetti. Stadion. Stadion Richtung Stadt einwärts. Also Richtung Teufelseck gerade. Fährt gerade weiter Richtung Baumallee östliches S. Bleibt mittendrin da, fährt Baumallee Richtung Theater. Und dann Eskalation Richtung Westen. Jetzt Startumplatz. Weiter Eskalation Richtung Westen. Am Wirrwarr vorbei, fährt nicht in den Untergrund, weiter Eskalation Richtung Westen. Gleich Sperrstraße. Sperrstraße bremst Richtung Norden. Und dann Hauptstraße Richtung Westen. Also südlich vom nördlichen Tunnel jetzt sofort. Und fährt weiter Richtung Bahnhof. Bahnhofstraße, also westliche Straße Richtung Süden.
Eskalation Richtung Osten. Genau so. Ansonsten. Zustellen einfach. Wenn die Wand. Oh, der hat nicht mehr viel. Eine Wand Richtung Brunnen. Also Richtung südlichster Punkt. Ne, nicht ganz. Richtung südlichster Punkt, der vom Brunnen aus losgeht. Ja, hier links wäre noch. Ja. Ja. Lass ihn bis da unten fahren und dann gucken, so zu schieben, dass er nicht ins U reinfährt. Hm? Also gerade weiterschieben. Oh, hallo. Jetzt sehe ich den Kopf wieder. Noch ein Stück, noch ein Stück. Och Mann. Ich will unbedingt rein, ne? Ja, weil wir ihn da nicht zukriegen. Rechts. Zack, 22. Zack, 24. Ah. Ich 22, 23, 24. War jetzt vorher schon. Ja. Nice. Na dann, ausschwärmen. Wie lange ist denn noch? Noch 6 Minuten. Oh, sogar nicht. Mal so wenig. Hm. Heute läuft so ein Fronttreffen. Da hatten wir bisher noch gar nicht. Wir hatten den. Die Anglia noch nicht. Und was war der andere? Porsche. Porsche. Ja, ja. Ja, Noelle habe ich zumindest schon mal gesehen. Anglia noch nicht. Hab die Anglia. Ja. Wo? Eskalation Richtung Osten ist gerade, fährt jetzt aber wieder Richtung Westen, Sperrstraße jetzt drauf, Richtung Norden. Fährt dann Hauptstraße Richtung Osten. Lass mich raten, fährt in die Winkelgasse. Nein. Fährt in den Untergrund. Das ist kriminell. Da ist auch der Porsche. Fährt den Untergrund geradeaus weiter, also das lange Stück. Im Osten. Oh, ich hab den Bugatti. Nice. Ich hab gerade das Staring Duell mit ihm geliefert. Wo ist der? Angela fährt wieder Richtung Westen, was Tunnel angeht. Aha. Fährt aber nicht daraus, wo sie reingekommen ist. Fährt östliche Eskalation raus, sozusagen. Westliche Eskalation. Fährt hoch Richtung Winkelgasse. Ich hab mich verbremst. Top. In die Winkelgasse rein. Das ist knallhart gelogen, dass das westliche ist. Die Winkelgasse ist hier nicht ansatzweise. Entschuldigung. Also nördliche Straße jetzt sofort. Richtung Westen. Das ist Richtung nördlicher Punkt. Speerstraße Richtung Süden. Hauptstraße. Straße Richtung Osten, Tür Treppenplatz. Aua. Ja, Porsche. Ich bleibe am Porsche dran. Hauptstraße weiter Richtung Osten. Gleich Höhe Winkelgasse. Winkelgasse vorbei. Weiter Hauptstraße Richtung Osten durchgezogen. Ja, fährt Hauptstraße ganz nach Osten. NPCs. Den hat er nicht gesehen, natürlich. Östliche Straße Richtung Süden. Fährt Richtung östliches S. Östliches S vorbei, also Richtung Todeskorb.
Alter. Ja, einmal muss ich ja Matsche machen. Zwischen Baumallee und Hauptstraße fährt Richtung Statue. Eskalation Richtung Westen. Oh, das ist ein NPC. Den hat er gesehen. Ab in den Untergrund mit dir. Westliche Eskalationsuntergrund. Oh. 20, 22, 23, 24, raus. Wasch am Brunnen Richtung Park rein. Na, das ist ja nett. Fährt weiter im Park, dann wahrscheinlich Haarnadel. Nee, doch nicht weiter im Park. Richtung Norden verlassen? Nee, dreht im Park seine Runden, kommt wieder Richtung Spawnpunkt. Ja, Richtung Spawnpunkt raus. Und dann Richtung Alter, Norden. NPC. Also Richtung nördlicher Tunnel. Fährt auch in den nördlichsten Tunnel rein. Soll ich eine Dive probieren? Kann der andere dranbleiben? Ich habe eh 10%. Ja. Und zwar fast klar, dass das nichts wird, aber. Ja, ich habe eh 10%, ich kann kaum dranbleiben. Auf parallel nördlichste Richtung Osten. Die zwei, die gerade nicht in der Verfolgung sind, bitte mal gucken, dass ihr noch wen anders findet. Der Bugatti ist gerade hinter mir durchgerauscht. El Camino kam mir gerade entgegen. Fährt die Sperrstraße Richtung Süden. Winkelgassenstraße Richtung Hauptstraße, Porsche jetzt Richtung, oh Gott, Richtung Baumallee unterwegs. Entgegen. Richtung Teufelseck. Ja, der war nicht schlecht. Eskalation Richtung Theater. Hinters Theater Richtung Wing-Evril war dementsprechend. Richtung Paradies südliche aktuell, kann aber noch Richtung Eskalation wieder zurückfahren. Ja, fährt Eskalation. Fährt Eskalation Richtung Osten. Hä? Alter, was geht bei dem ab? El Camino ist Wirrwarr. Und zweite Verfolgung, El Camino. Haben wir eine zweite Verfolgung? El Camino anscheinend. Ja, El Camino dran. Okay, okay, cool. Hauptstraße Richtung Osten, der Porsche. Noch ist er da. Nach rechts. Alter, der hat klappt. Hat auf den Taxi. Hat er nicht. 21, 22, 23, 24. Ich mag Porsche nicht. Also Hauptstraße wieder Richtung Westen runter. What the fuck? Ja, diese Laternen sind heute so tödlich. So habe ich mich mal ganz am Anfang auch gefühlt, ey. Welche Höhe ist der Porsche? Der Startenplatz. Also jetzt Eskalation Richtung Osten. Wird auch weiter Eskalation Richtung Osten. Das ist nee, Westen. Ja, ich hab heute mit Westen und Osten, sorry. Achso. Weiter Richtung Westen, Richtung Bahnhof, Alternativsperr. Nee, weiter Richtung Bahnhof. Nach rechts schieben? Nein. Au. Fährt in den Park rein von Norden. Park weiter, südliche davon. Fährt Park raus am Brunnen, fährt am Brunnen auch direkt vorbei. Sollten wir eventuell nochmal einen El Camino mitnehmen, wenn wir ihn dazu treffen? Fährt dann obligatorisch so. Boah, fuck, was geht denn hier? Jetzt wir jetzt am El Camino dran sind, unten eine Verfolgung, das gibt keinen Sinn. Ich frag mich gerade eher, wo der vierte ist. Ich bin etwas unter euch. Das ist ein NPC. Aha. Fährt wieder in den Park runter. Ein Divebomben? Fragezeichen. Mach mal Matsche. Wie willst du denn da hin, Divebomben? Ah, okay, ja, heißt. Fährt Richtung nördlichen Tunnel, aus dem Park wieder raus.
Irgendwo muss er jetzt bremsen, also... Er hat zu viel Druck, selbst wenn er bremst. Hauptstraße Richtung Osten. Diesmal tatsächlich Osten. Er hat weiter Hauptstraße am Treppenplatz vorbei. Der Hauptstraße weiter. Bremst, nee, der Hauptstraße weiter, jetzt gleich bei der Winkelgasse. An der Winkelgasse vorbei. Biegt ab Richtung Baumallee. Fährt auch Richtung Baumallee. Ja. Fährt weiter Richtung Teufelsdreieck. Fährt Richtung Teufelsdreieck. Bremst, fährt Richtung parallel südlichste. Fährt auch in Richtung Tunnel. Also höher sagen? Oh Mann, sorry. Sagen, dass du dran bist. Jetzt aus dem Tunnel draußen. Ja, Richtung Wirrwarr. Ja, Luna, wir sind noch quasi Eskalation. 21, 22, 23, 24, 25. Haben wir. Der Camino startet schon Platz Richtung Westen. Fährt Richtung Hauptstraße wieder hoch. Hauptstraße Richtung Osten. Fährt Richtung nördliche Straße. Parallel nördliche Richtung Westen. Das gleiche Winkelgassenkreuzung, fährt gerade weiter. Wir sind alle dran. Kurz noch weiter ansagen, weil der hat mehr Speed als wir. Hinten sehen wir es nicht so gut. Ja, ich würde halt versuchen, auf Attacke zu gehen. Ja, klar. Fährt weiter Richtung nördlicher Punkt. Angriffe jetzt sofort. Es sind nur noch wenige Sekunden. 3, 2, 1, ja, vorbei. Ey, krass, der hat doch frontal eingeschenkt bekommen. Wie kann er noch so viel haben? Das ist Kuh, die Haut ist am Power. Ja. Allerdings. Ja. Autos am Power, aber ansonsten. Eine Runde voller Düsings. Mal schauen, ob die nächste Runde besser läuft. Ja, aber ich sag mal, also 8 festgenommen hat man schon länger nicht mehr, meine ich. Ich glaube, das hat sich jetzt eigentlich in letzter Zeit so zwischen 5 und 6 eingependelt, also. Das war gut. Waren gute Festnahmen dabei, definitiv. Das heißt, wir machen jetzt einen Seitenwechsel, gucken, was wir als Racer auspacken und. Alter, habt ihr schön eingepackt. Aber unabhängig davon, ja, kurzer Seitenwechsel, bis gleich. So, die Seiten sind getauscht und ja, die magische Anglia ist weg. Dafür haben wir hier andere glänzende Prachtstücke. Aber eins nach dem anderen, wir beginnen erstmal ganz vorne. Snow fährt den Mercedes-Benz 190e Evo 2. Nur 24-Stunden-Racer musste ganz schnell noch von einem Auto mit Allrad auf eins ohne wechseln, weil es da vor der Runde irgendwie eine Misskommunikation gab und entsprechend sitzt er jetzt im Ford Transit. Schön gold eingefärbt. Luna fährt den Mitsubishi Evolution 6. Andi fährt die Bratwurst. Gibt's nicht für einen Volvo 850R. Sehr schön. Auch wieder... eine sehr interessante Kombi, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ja, dann... Ja, Kombi ist dabei. Ja, vor allem, ja, reden wir nicht weiter drüber. Ich move euch einfach mal runter und dann ready, wenn ihr ready seid. Ich kann ja schon mal derzeit, während ich euch move, schon mal anfangen, wie wir die Strategie vollführen werden. Und zwar... Wir bleiben alle hier und essen Donuts. Ja, also genau. Also erstmal... User was moved to your channel. Luna wird ignoriert. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Ich werd gefokust. User was doof. Was moved to your channel. Wir haben gesagt, die nehmen alle fest. Nee, ich hab gesagt, ich hab die Donuts dabei. Wir werden nur nach dem Volvo suchen. Hab ich ein bisschen Angst vor dem Kopf, aber gut. Es geht los in 3, 2, 1, go!
Vom Eimer darf ich auch. Jeet? So. Taktik: 2 im Osten, 2 im Westen. Ach. Wenn wir einen sehen, alle drauf. Alles also, klar. Warte mal. Kaffeepause reparieren dann, ne? Weil sagt jemand die ganzen Zeiten an? Nee. Schade. Gut, was mich jetzt so klanglich auffällt, ich weiß nicht, ob der einen Motorswap hat. Gut, ich habe ihn erstmal leicht gebaut und ziemlich Slicks draufgezogen, aber für dieses spontane Wechsel. Die haben gerade aufgeschießen. Ja. Von daher. Okay. Das ist alles fein hier. Das ist alles fein. Es geht los in 3, 2, 1. Wahnsinn. Ganz unauffällig. Wir sollten nicht so schnell vorne zum Rücken greifen. Pass auf, das sind schon. Nee, bisher haben sie noch nicht alle festgenommen. Der Plan geht noch nicht so auf. Donuts sind immer noch ein Wolf. Alter. Boah, Junge. Was tun wir alle? Was den dicken Kombi drüber? Donuts, ja. Ich habe tatsächlich überlegt, den Subaru in der letzten Folge schon zu fahren, aber 800 war mir dann doch ein bisschen zu krass. Ich glaube, auf 740 geht der halbwegs. Mal gucken, ob das in irgendeinem Paralleluniversum funktioniert oder nicht. Wir werden es dann sehen, wenn ich in eine Wand geschmettert werde und 93% Motorschaden instant habe. Die Leute hinten aus den Sitzen rausschieben. Okay, kommt hinter mir, Hauptstraße. Das dauert erstmal 15 Minuten, okay. Wir sind safe. Ich bin jetzt in südlichster S gefahren, fahre jetzt Richtung nördlichsten Punkt. Fahre nicht in den Tunnel. Und dann werde die Sperrstraße runterfahren. Wir erwarten Höchstleistung. Ja, die haben sich gerade gegenseitig gecrashed. Also, oh. Die sollen schon an dir dranbleiben, weil sonst könnten sie ja wen anders noch finden. Ja, ich habe gerade einen dritten Kopf gefunden. Ah, sehr gut. Oh, oh moin. Hi. Das war ein dummer Gedanke. Ja. Lol, der hat nichts gemacht am Motorschaden. Der super aus dem Panzer. Du darfst keinen Schaden haben. Doch, habe ich. Karosserie habe ich ja, aber Motorschaden nicht. Jetzt, ja, ich habe ein Aggregat erschaffen, ich sage euch. Ich werde die ganze Folge einfach nur durch Tunnel fahren. Einfach. Die ganze Folge. Hatte jemand von euch eine Zeitverfolgung, weil ich wurde gerade ignoriert. Ich hatte ganz kurz was, aber die haben Luna fokussiert. Ich werde hier aber gerade in der Kuhle festgehalten. Oh, Luna. Wenn die einmal ein Allrad bekommt und nicht Frontantrieb fahren muss. Ja, nee, da war es. Ist gemein, in so eine Häuserbucht eingebuchtet zu werden. Das ist ein Fehler in der Matrix, würde ich sagen. Und das zählt nicht. Kann gar nicht sein. Das zählt als Festnahme für uns noch aus der ersten Runde. Und das sind sie auch gestanden, also Luna alle Cops festgenommen. Wie viele waren an dir dran? Also wie viele Festnahmen sind es für uns? Was sie damit durchgefahren? Bei Transit. Tschüss, Transit. Dann nehmen wir die Cops wieder mit. Tschüss, Luna. Okay, ich fahre ins östlichste S. Wieder welche dran, oder was? Ja. Ah. Und? Das klang aber nicht so eigenverschuldet. Ja, ein Cop ist auf der Hauptstraße. Ich glaube, der hat da gewendet und fährt nach Osten. Würde ich auch Sinn machen. Oh. Neben Straßen, die nicht auf der Karte sind, darf man nicht fahren, oder? Nee. Ach, das Theater. Der kriegt aber auch echt keinen Reifenschaden.
brauche keine Kaffeepause. Wie viel hast du, Anni? 10. Okay, ich hab 6. Hallo und tschüss. Ich hatte gerade beim Stadion der Verfolgung, aber ich glaube, die ist weg. Ich bin jetzt im Untergrund. Nein, wo? Fahr jetzt gleich auf der Hauptstraße wieder raus. Oh nein. Raus. Oh. Ich dachte gerade, ich habe beim Unterschalten mein Getriebe zerstört. Wenn du wieder rausfährst, ist gut, weil ich bin auch gerade im Untergrund, sonst wäre ich halt gewendet und so abgehauen, aber. Wobei, ich glaube, die haben mich verloren. Auch gut. Ah, nee, da, okay, warte. Es war nicht gut, dass sie dich verlieren, ne? Ja, nee, einer hat mich gefunden. Ein einziger. Bin auf der Hauptstraße, fahr Richtung Osten. Richtung Norden. Mein Rücken fängt an, weh zu tun. Warum? Mach mal nicht. Rücken. Wirst du etwa alt? Die fahren alles am Parallelliste. Nee. Andi hat schon 6 Enkelkinder. Sein, dass er seit 4 fast am Osten ist. Kein Scheiß, ich war letztens wirklich bei einer Streamerin im Chat. Und da meinte dann jemand, als es irgendwie halt auch dann um mein Alter ging, meinte dann jemand: Hä, du bist 22, ich denke, du bist 30 und hast 2 Kinder. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie ist das zustande gekommen. Also, dass du älter als 22 bist, hätte ich jetzt auch gedacht. Ja, denkt jeder. Nicht, wenn man es weiß. So. Dann. Ich habe jetzt alle 5 hinter mir. Ich fahre jetzt Sperrstraße runter. Aber bald sind noch 4. Wo ist der letzte? Hallo, Franzett. Oh, Benz. Wie lange ist dann noch? Runter, wohin? Richtung Süden. Richtung. Irgendwo. Okay. Ich würde es nicht verstehen, wenn die mich verfolgen. Ich fahre richtig schön das Tempolimit. Eskalation. Okay, jetzt bin ich ja nicht geworden. Aber meinte ich für Hauptstraße. Ja, ich gebe Gas. Also Richtung Hauptstraße. Jetzt Hauptstraße. Untergrund. Wie lange ist denn noch bis Kaffeepause? Ja, würde ich auch. Noch 3 Minuten. Was? Die irgendwas am Reifenabrieb geändert, weil ich aber auch, ich mache nur Scheiße mit dem Transit. Das ist 36%. Du bist 10. Vorne. Wie lange noch Kaffee, bis zur Kaffeepause? 3 Minuten. Vorne mehr als ich hinten, aber ich war Heck antrieb. Warte, jetzt sicher rausfinden, ob die was geändert haben. Stellt sich. Ich habe es wieder nicht verstanden. 3 Minuten, 2? 3. 3. Okay. 3 ist. Ja, also driften ist immer noch nicht gut. Ich habe jetzt innerhalb von 1-2 Sekunden 2% reingezogen. Das liegt ja auch in der Lage. Ja, es ist halt also. Das sind trotzdem nur 40, das ist kaum was. Da ist der Transit. Aber. Wieder raus! Nein, hast du mich gesehen? Der Transit, ich habe dich, Mercedes, gesehen, ja. Wie bist du eigentlich hingekommen? Ja, eigentlich auf dem direkten Weg gefahren, du bist mir vorher woanders entgegengekommen. Ja, schon, dass du dich nicht am Brunnen zurücksetzen darfst. Das nächste Runde und hier ist ein Kopf, der im Pausenmenü ist. Ich wohl irgendwo zurückgesetzt hat, weil er mich verfolgen will, oder nicht? Warum habe ich jetzt gerade eine Mail bekommen? Haut ab. Willst du? Nein! Deine Rechnung nicht gezahlt. Jagt alle das Luna. Ja, schon wieder. Einfach Copy-Paste letzte Folge. Ich glaube, die lassen gerade einfach ein paar Aggressionen raus, die sich angestaut haben über die letzten Racer-Runden. Aber wenn das so weitergeht, ist das Problem, dass Luna immer noch nicht schnell genug festgenommen wird für 8 Festnahmen. Ja, macht doch nichts. Das ist sogar wunderbar für uns, also. Ich denke tatsächlich aber auch, wenn Luna jetzt nochmal festgenommen werden sollte, dass sie Luna dann in Ruhe lassen. Ja, aber das ist mir auch gemacht. Ich weiß noch, wo die Verfolgung ist. Achso, stimmt. Parallel. Südlichste. Ah ja. Ah, das habe ich im Tunnel gehört. Nee, ach, meine Amazon-Bestellung. Das ist nett, danke. Hast du bestellt? Meine Bestellung. Boah.
Was ist in der Bestellung enthalten? Ein Produkt. Alter. Etwas, ganz detailliert. Und es wird sogar in einem Karton geliefert. Ich kann es noch genauer machen. Kannst noch etwas spezifizieren? Prime, wusstet ihr, dass an dem Kopf dran ist? Das war jetzt nicht der Überrede, den ich haben wollte, aber ist okay. Au. Oh, Mann, Luna. Die Hauptstraße Richtung Osten. Geil, Furzerkante. Furzerkante. Fahre östliches S und werde direkt Richtung Baumallee runterfahren. Kaffeepause seit 7 Sekunden. Wie lang? 5 Minuten, ne? Ja. Können wir es eine Minute vor Ende nochmal wissen, ungefähr. Ich bin jetzt Hauptstraße Richtung Westen, aber ich müsste meinen Kopf los sein. Ich weiß nicht ganz genau wie, aber irgendwie bin ich schon gut los. Natürlich kommt dann genau Lucky einer hier ran. War westliches S Richtung Norden. Richtung nördlicher Punkt. Ja, okay, ich lasse euch vorbei. Keine Sorge. Ach, und ihr. Ich fahre dann nördlicher Tunnel Richtung Süden. Wo ist der Kopf dran? Es kann sein, dass die Verfolgung auf dich switchen, weil ich glaube, ich bin mein Bus. Oh, und ich war jetzt gerade am Stadion vorbei. Luna! Was? Ich kann nicht sagen, was passiert ist. Ich habe einmal zurückgeblickt und dann bin ich in einen reingefahren. Also du hast jetzt schon die Hälfte an Dings, ne? Oh nein. Ob ich weiß nicht, dass so Lucky einer kommt. Nee, mach mal nicht. Ich hab seit Minuten keinen mehr gesehen. Ich hab jetzt zwei an mir, fahr ins Wirrwarr rein. Was ist das Gefühl? Aus. War dann Wirrwarr wieder Eskalation raus. Also ich meine Hauptstraße. Super, geht aber doch ab, ne? Kann man sagen, was man will. Da dran sind auch. Fahre westliches Ding hoch. Das ist das S, müsste ich sagen. Ich kann eigentlich von den Brücken auf die anderen Straßen drunter runterspringen. Wie lange ist es noch? Einfach auf den Straßen bleiben, 3 Minuten noch Kaffeepause. Ich repariere mich im Vordern vorsichtiger. Ah, jetzt Speer runter Richtung Süden. Oh, Scheiße. Wer dann auf Eskalation drauf fahren. Ah, jetzt Eskalation Richtung Osten. Das kann. Hä? So? Wie ist der noch an mir dran? Feins oder ist das wieder rein? Ist der diese dritte Lucky Corp? Alle Lucky. Ja, denke ich mir auch. Dann machen wir jetzt mal Rodeo. Repariere ich mich mal am östlichen Punkt. Bin mal sehr gespannt. Linke Gasse nochmal vor. Evo, nice. Nein, nein, nein! Geht auf Luna! Boah, hier sind einfach vier von diesen Namas nebeneinander. Über die Hauptstraße drüber, parallel, nördlichste Fahr, aber durch die Uni durch. Also ich fahr wirklich durch das Uni-Gebäude durch. Oh, wow. Scheiße! Das ist dann nämlich dann die Winkelgasse. Ich fahr durch das Uni-Gebäude durch. Ja, das ist die Winkelgasse. Ja, nein, ich fahr... Nee. Ach ja. Die eine eingezeichnete Straße bei der Uni. Ich dachte, ich hier bei der Uni durch. Ich so, welche mal in den Untergrund Uni rein. Wo hat's denn der Winkelgasse? Ich sehe nur den Volvo neben mir auftauchen. Ich sehe verronnen im Kopf. Ich so, Scheiße. Ist das irgend so ein komischer Statuseffekt, den ich habe? Kommt mal hey, wo kommen sowas? Die denn alle her? Die wollen auch auf 8 Festnahmen kommen. Die nutzen jetzt jedes Mittel. Sprecher, was soll das? Der ist weg. Oh, ich sehe Luna. Lass mich in Ruhe, wenn du Cops hast. Hey, hab ich nicht.
Ah, du hast einen Kopf dran, stimmt. Jetzt, er hat abgebremst. Genau, jetzt bremst ich mich natürlich. Oh Mann, er hat abgebremst, er fährt die weiter hinterher. 50 Sekunden, ne? Ja. Oh, ich jetzt schnell reparieren gehen. Moment, hast du mir jetzt echt den Kopf weggenommen? Also, er hat abgebremst und ist dann weiter dir hinterher, aber... Ah? Oh, da vorne ist okay, noch ein der Kopf, weg, der fährt ja, Sperrstraße Richtung Süden. So, wirklich definitiv. Oh, da ist noch ein Kopf, der fährt auch Sperrstraße Richtung Süden. Oh, dann mach ich mal meine Kaffeepause. Fährt noch ein Kopf Sperrstraße Richtung Süden, also die fahren alle irgendwie Sperrstraße Richtung Süden. Die kommen alle zu mir. 15 okay. Sekunden noch Kaffeepause. Oh nein, geht weg, ich geh mir kurz Kaffee alle weg. Holen. Ich will nicht. Der 6 Motor, Alter. 3, 2, 1, Kaffeepause vorbei. Ihr fahrt da parallel, okay. Dann sagen, wo du hinfährst. Ich habe nicht so viel Bock auf eine Verfolgung. Aber eigentlich schon so ein bisschen was, aber ja. Jetzt rüber auf die Hauptstraße, Richtung Osten weiter. Fahr dann ins östliche S rein. Das ist Richtung Süden. Boah, Luna. Vor allem an den Todesbordstein. Nein, oh, geh doch weg! Du bist so straight auf mich zugefahren. Ey, ja, ich hab die ganze Zeit hinter mir, sorry. Das war ein bisschen eng. Baumallee. Ey, es ist echt ein Scherz, ne? Kommen die denn alle her? Ja, man kommt ja dann auch entgegen, glaube ich. Man ist gerade in die Hauptstraße reingebogen. Die haben mich. Oh Mann. Ich hab mich festgesetzt. Wir kommen so viele. Wie viele entgegen. Sind das dann? 5 inzwischen schon? 5 gerade, ja. Ui. Ich kann eigentlich sein, dass ich immer irgendwo in der Nähe vom Stadion bin, wenn Festnahme stattfindet. Eigentlich willst du ja ein Auto haben. Ich bin schon aus 2 Verfolgungen rausgekommen. Der Subaru schlägt sich gerade ordentlich. Wollte ich gerade sagen, eigentlich willst du ein Auto haben, das eine Verfolgung ewig lang aufrechthalten kann und nicht sofort rausfährt, wegen fürs Team. Fürs Team ja, aber dann gleiche ich halt durch Skill aus, ne? Durch was? Durch Skill. Was ist das? Ja, dass du das nicht kennst, also das, Es gibt's aber nicht. Oh, Hauptstraße, östliche Straße Richtung Süden, jawoll. Ja, ich bin der südlichste, nein. Also fahren wir am besten Luna. Das südlichste. Äußeren Ring vom Stadion in die Stadt rein. Ach, hey, tschüss. Wird dementsprechend parallel südliche rauskommen und wahrscheinlich durchziehen, wenn die Lücke habt, sich die Winkelgasse rein, Wirrwarr rein. Auf dir kommst du im Stadion. Jetzt Wirrwarr drinnen und ich meine, ich bin so los. Sag euch, der Subaru ist es. Ich hab östlichste Straße, hab ich hier drin. Darf halt nur nicht in Gebiete kommen, wo ich mehr als 2 Sekunden lang beschleunigen muss. Dann wird's kritisch. Oh, bei mir wird's gerade richtig kritisch. Parallel nördlichste nach Westen. Oh ja, ich alles an mir dran. Will jemand ablösen? Nee, nicht so gerne. Noch nicht. Ja, ich glaube, ich werd das nicht überleben. Ist mal wieder hartnäckig an mir dran. Aus welchem Grund auch immer. Schon wieder. Ich dachte, die würden mich in Ruhe lassen, habt ihr gesagt. Ja, das war eine Theorie. Ich hab 4 mehr dran. Wir könnten halt die andere Theorie testen, ne? Also sag mal an, wo du bist. Ich schau, fahr zu dir und schau, ob der Kopf auf mich überspringt. Ich bin tot am möglichsten. Ja, ich bin dead. Ja, gut, dann vielleicht nicht. Oh.
schnell? Ja, die machen die Festung nein. auch nicht schnell. Nein! Ich fahr nicht nochmal südlichste direkt rein. Just do it. Komm, du schaffst es. Nee, da wo ich mich gerade. Gott sei Dank ist es ja nicht mehr lang, nur noch knapp über 5 Minuten. Gut, da kriege ich noch 2 Festsetzungen hin. Ja, die haben bisher, glaube ich, auch nur 2 festgenommen, ne? Nur Luna und Snow, oder? Und mich einmal. Also. Entschuldigung. Enttäuschend. Ja, schlimm, ne? Wie wir die ganze Zeit dagegen kommen, mir die Karre stoppen, was kann ich denn dazu? Echtes Gas, hab ich gemacht. Wir haben so einen nördlichen. Du hast mir fast die Vorfahrt genommen. Ich glaube dir nicht. Oh, ich schon. Bin mir nicht sicher, aber. Mann, Luna! Ja, was? Ich glaube, ich hab. Hier, jemand hätte Bescheid sagen können, wo er festgenommen wurde. Ich bin gerade in 4 Kopfs reingefahren. Mann, das ist ein random Spieler, Junge! Du sagst ja gerade auch nicht, wo du festgenommen wurdest. Ja. Selber das Maul. Okay. Ja. Sorry. Ach nee, mich verfolgt ein random Spieler. Damit haben sie 7, brauchen sie noch einen. Im Ausgleich. Wir hatten schon lange nicht mehr 10. Ich bin mal gespannt, was da jetzt passiert. Häufig irgendwie. Kommt drauf an, wenn sie noch 3-mal Luna finden. Vielleicht. Och Mann, geh doch weg! Die ganze Zeit so einen nervigen Nissan GT-R hinter mir. Oh nein, geh weg! An der Kathedrale, an der großen. Soll ich einen Kopf verfolgen oder soll ich das eher nicht machen? Norden, parallel nördlichste Richtung Westen. Ja, ich hab einen Kopf verfolgen. Ja, ich hab auch. Wahrscheinlich 2 sogar. Oh. Wenn sie Bock haben. Hauptstraße Richtung westlich, SS Richtung nördliche Straße. Oh Gott! Komm mal wieder so schnell. Alter! Ich hab literally vor 2 Sekunden ja. gesagt, Richtung westlich, SS Richtung nördliche Straße. Ja, macht schon in dem Moment halt, ne? Umdrehen war eine dumme Idee in dem Moment. Speerstraße Richtung Süden. Ex-Motor, Mann. Jetzt gerade aber nur noch einer an mir irgendwie. Ja, die fokussieren mich anscheinend. Also. Ach, was? Wie? Naja. Achso! Der gerade ein Miet im Süd. Ich hab 3 an mir. Ich fahr jetzt zwischen südlichen Tunnel Richtung Osten. Das ist schön. Machen wir mal den Andi-Detektor an. Dann fahr ich mal zu Andi. Alter! Mobbing! So, ich versteck mich jetzt im Bierbar. Ich mag nicht mehr. Du musst mal kurz einstechen. Eieiei. Hauptstraße Richtung Westen übrigens. Falls ihr ihn sehen sollte. Das ist perfekt. Ich fahr erst grad so in Richtung Osten. Oh, dann biege ich mal ab. Warum denn? Weiß nicht, wollt ihr was abgeben? Hab hier schon so eine Packung Spaß. Das ist okay. Hat irgendwas eine Verfolgung? Irgendwas. Ja, ich hab nur ein Auto durchknallt sehen und danach das Polizeiauto. Wenn wir sie den GTA verfolgen. Verfolgung? Nö, ich hab alles an mir dran, so 5 Einheiten. Oder 4 oder 5. So grob. Ich würde sagen, 5 halte ich für eine Lüge. Ja, ich hab nur so Pi mal Daumen drüber gepeilt. Und wo ist denn? Hier, ich hab alle. Am Brunnen, jetzt ins obligatorische U. Ah. Also alle. Alles U. Eine Minute noch bis Overtime. Und meiner ist weg. Böse.
aus fünf Verfolgungen einfach rausgekommen. Der Subaru ist es einfach. Hier. Maschine. Benz? Oh. Sorry. Alter. Mein Fehler. Ja, das war schon an Seite. So. War guter Kuss, oder? Ja, schon. Keiner. War vom Brunnen Richtung Höhlen Tunnel. Alle drei hintereinander. Werde aber auf die Hauptstraße abbiegen, sofern ich möglich könnte. Das noch 20. Alle drei hintereinander. Alter, geh weg. Du stinkst. Dumme Idee. Noch 5, 4, 3, 2, 1. 5 Minuten noch. Nein, also jetzt auch weiter. Not gut. Glaube, ich hab noch was an der Backe. Ich bin nämlich hinterher gefahren. Ich bin die ähnliche Richtung. Verfolgung raus. Alter! Ja! Und die ist safe. Ja gut, ich mich hab aufs Dach gelegt. Luna ist... Haben sie dich festgenommen nochmal, Luna, nee, oder? Ja, nee. So. Ja, nee, Fragezeichen. Mich nur. Nee, Luna. Auch nicht, oder? Am Schluss, okay. Warte, gibt's nicht, wozu jetzt nochmal festgenommen? Ich wurde jetzt festgenommen, ja, die haben mich ja in den Tunnel gedivebombt, hat mich aufs Dach gelegt. Achso, ja gut. Ja, von dem her. Warum auch nicht? Unentschieden, wow. Oder? Aber ansonsten sind alle raus. Ja, Tatsache. Ja. Ich würde sagen, dadurch, dass wir alle Racer festgenommen haben, zählt das für 7 Festnahmen zusätzlich obendrauf. Also 15 haben wir gemacht, neuer Rekord, perfekt, sehr gut. Ne, waren auf jeden Fall von beiden Seiten sehr starke Runden. Also die haben am Anfang echt schnell die Verfolgung dicht gemacht. Am Ende hat es sich ein bisschen gezogen bei denen. Aber an sich wirklich zwei sehr, sehr gute Runden von Kopfseite, muss man einfach mal so sagen. Das war ordentlich. Dann würde ich damit sagen, wäre es das mit dieser Ausgabe hier gewesen. Alle Sichten sind in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne durch den Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao, ciao. Tschüss.